Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr im Hintergrund schön sehen könnt, läuft da wieder mal ein GTA 5 Video. Ja, es ist mal wieder an der Zeit, mit der GTA 5 mäßig ein bisschen was zu machen, denn ich habe Bock. Ich muss es ganz einfach so sagen, ich hatte in TQ2 immer mal ein Video gemacht gehabt und in TTs und verschiedene Carpons geschnitten gemacht und Livestreams drüber gemacht, wie wir da live ein kleines Tuning-Treffen veranlasst haben. Da das jetzt schon wieder eine Weile her ist, habe ich mir gedacht, okay, und ich habe auch Bock drauf, weil ich, ne, ich bin ja immer so, ich überlege ja immer ein bisschen, mein Grafen von dem scheiß T-Shirt sitzt ja schon wieder nicht, ey, das hasse ich immer hier. Das sieht immer so doof aus dann in Videos, als ob ich mich nicht anziehen könnte, weil sitzt der Grafen einfach nur so. Anziehen kann ich mich unter anderem auch nicht, wollte ich nur mal so ganz kurz am Rand erwähnen. Ja, ne, der Grafen sitzt hier nicht, sollte man vielleicht vor der Aufnahme mal gucken. Naja, egal, ich beschneide hier nichts, das ist hier Alltag, das ist real. Ja, nicht wie bei manchen anderen, so. Fragen etwas gerichtet. Naja gut, ist ja jetzt egal. Darum geht es ja jetzt gar nicht. Was ist, worum es jetzt hier geht, im Hintergrund läuft, seht ihr, da habe ich so ein bisschen mir die Autos angeguckt von anderen Leuten, da haben wir ein kleines Tuning-Treffen gemacht gehabt. War auch eins, was wieder mir sehr gefallen hat, muss ich sagen. Ich wollte dieses Ganze auch wieder mal wiederholen, habe auch jetzt lange Zeit nichts gemacht und dachte einfach mal, komm, machst mal wieder ein Video darüber, wo, um den Leuten meine Information zu geben. Wann und wie und wo werde ich vielleicht als Community-Tab nochmal bekannt geben. Wenn ich da ein Tuning-Treffen machen möchte, das Ganze wird einfach so dann halt einfach sein, dass wir frei mag, also ich will jetzt nicht wieder irgendwelche Regeln aufstellen, denn dann hinterher ist es immer so, dass dann das Geplante, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sowieso nicht funktioniert. Ich habe einfach vor, ein Tuning-Treffen zu machen, wenn du daraus einen Bock hast, mitzumachen, einfach daran Spaß zu haben, einfach dein Auto hier zu präsentieren. Dann lass es mich einfach mal wissen, wenn du auch von deinem Auto, vielleicht aus GTA oder so, vielleicht diesbezüglich ein Carporn gedreht hast von GTA oder sonstige Sachen aus irgendeinem Spiel. Also sagen wir jetzt mal, ich sage jetzt mal nicht irgendein Spiel, ich sage jetzt mal GTA 5 hauptsächlich. Wenn du von GTA 5 einen schönen Carporn gedreht hast von deinem Auto, dann schick ihn mir doch einfach. Instagram ist ja entweder unten in der Videobeschreibung verlinkt oder oben rechts im Videotitel auf meinem Kanal. Lass es mich das zukommen und du wirst dein Video diesbezüglich dann auch mal auf meinem Kanal sehen, wenn du das möchtest. Habe ich nämlich so dann mal vor, ein bisschen was zu machen. Vielleicht machst du das auch als Abonnenten-Special, bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Aber kannst mir ja gerne mal deine Idee oder deine Sachen mit in die Kommentare reinschreiben. Ja, Fakt ist, ich will im GTA 5 wieder mal ein paar Tuning-Treffen machen. Wann wird das sein? Halt ne, irgendwann entweder, wir machen mehrere, einmal was mitten in der Woche, einmal am Wochenende, dass halt auch alle diesbezüglich am Start sind. Da werde ich halt dann, ich sag jetzt mal, ich will jetzt nicht wieder irgendwas planen, weil bei mir ist es immer so, ich plane spontan etwas alles um. Meistens mache ich das sowieso immer so, wie dann danach gerade das Interesse der Zuschauer ist. Beispielsweise stimme ich das dann immer um, was und wie und wo. Fakt ist, wir werden eine Sache möchte ich ganz einfach bei den Tuning-Treffen nicht drin haben, sind irgendwelche Fahrzeuge oder Hubschrauber oder Fahrzeuge, die halt nicht zu der Thematik passen. Thematik lege ich jetzt nicht fest, ihr könnt kommen damit, welchen Autos immer ihr wollt. Außer waffentechnische Sachen möchte ich da halt nicht sehen. Ne? Das sind halt einfach die Grundvoraussetzungen, die ich einfach haben möchte. Ich möchte, dass da keiner eine Waffe zieht, dass da keiner irgendwie Blödsinn macht oder so. Es soll halt gesittet ablaufen. Ich möchte diesbezüglich da einfach, dass es da keine Streitereien oder sonstigen Kram gibt, denn ihr wisst ja bekannterweise, wenn einer anfängt, fängt der andere mit an. Beschädigt dann bitte auch keine Fahrzeuge oder sonstige Sachen, aber trotzdem, wenn du Bock hast zu einem Tuning-Treffen auf meinem Kanal und wenn wir da mal wieder diesbezüglich richtig durchstarten sollen und oder ne, du Bock drauf hast, auch mit anderen Leuten mitzuzocken, dann komm auch einfach in meine Crew rein, die SoTV-Gang nennt sich die in GTA 5, komm da einfach rein, dann kannst du einfach mitmachen. Ja, musst natürlich reintreten, ne? Grundvoraussetzung sage ich jetzt einfach mal so, ist, dass du halt einfach mit am Start bist, Live-Chat technisch. Dass du den Stream verfolgst, dass ihr diesbezüglich oder du, wenn du mitmachen möchtest, meine Anweisung diesbezüglich verfolgst und es kann auch passieren, dass wir dann halt diesbezüglich in den Spielchat wechseln. Klar, es haben jetzt schon extrem viele Leute gemacht und ja, ich möchte aber halt einfach für meine Community, für meine Leute, die mich irgendwann mal abonniert haben wegen GTA, einfach wieder mal ein bisschen was machen und einfach nach vorne schreiten. Fakt ist, sei gerne mit dabei, hab gerne Spaß dabei, aber fang keine Streitereien oder so ein Bullshit an. Das hat mir alles deine Vergangenheit genug und satt, da habe ich keinen Bock mehr am Angebot. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn du einfach mitmachst, wenn du einfach stehen noch in der Küche, da war weil ich habe da auch Bock, schon vorbeigerannt. Im Anschluss werden wir dann nicht nur die, also wir treffen uns irgendwo,
stellen die Autos hin, ich filme sie halt ab, wir quatschen über die Autos, wir labern über die Autos, sämtliche Thematiken, was ihr da so gemacht habt, was sogar getroffen, ich war blöde. Was, wie, wo. Lass mal vielleicht auch den Chat entscheiden, welches dieser Fahrzeuge mit halt den Chat am meisten gefällt, sag ich einfach mal so. Deswegen ist es auch sehr von Vorteil, wenn du dann halt einfach den Stream vielleicht teilst, dass deine Freunde halt dann vielleicht randommäßig einfach mal eine Menge geschossen. Oder halt so, ne? Und diesbezüglich, die Gewinner machen dann halt einfach in einem separaten, sag ich jetzt mal, eine separate Runde, Kurve und sowas mit in der Party. An, was du machen und die willst. Leute, die halt jetzt nicht gewonnen haben, spielen dann irgendwas halt irgendwas Spezielles vorhast, du willst Missionen oder soll ich sagen, halt machen, einfach, muss ich leider sagen, allgemein dass K2 für diese Missionen und so weiter, damit das siehst du dann okay auch, ist, was ich meine. Jedoch, ja, wo aber ein, wenn du soll einfach was Besonderes oder irgendwas anderes machen willst, ein paar Sachen haben willst, was es soll Spaß machen, es soll unterhaltsam sein und ihr sollt einfach, weil der wirklich lange braucht und der braucht 4 oder 5 Raketen oder so, gegebenenfalls halt einfach Freude am Zuschauen. Haben, ne? Ich möchte da keine Stratereien haben. Und auch keinen, die kaputt sich geht. Irgendwie... Ja, also, ne, ihr wisst, kommen meine GTA 5 Crew, sei einfach mit dann am Start. Also je nachdem, was es kommt auch nur ein Charakter hast, ne? Jeweils rein. Also sprich, wenn du 5 Accounts hast, das ist natürlich dann nicht der Fall. Es kommt nur also ein meine Charakter in also wenn Gruppe, ich jetzt irgendwie eine Mission mache, sagen also wenn Lager, du eben schon gesagt, Lagerhaus Vorräte zum Beispiel, dann nutze ich ganz gerne von diesen Accounts. Und sie müssen PlayStation Plus haben. Das ist K2-Bike, einfach nur weil da drauf und weil du manchmal ja auch öfters mal eine Situation drin hast. Das ist natürlich, weil es gibt ja auch viele Leute, die haben sich einen zweiten Account erstellt oder einen dritten Account erstellt, wo sie dann einfach abknallen muss. Und demzufolge, ich glaube, ich habe ja keinen Schulden mehr hier. Dann hat sich das PlayStation Plus quasi scheren. Demzufolge halt da auch in der Form dann die Kisten schnell organisieren kannst. Wenn die auf einem Berg landen oder irgendwo in einem blöden Gebiet abgeworfen werden, wo halt jetzt wirklich gut kein ich habe jetzt alles gesagt oder kein ich habe auf jeden Fall irgendwie möglich ist dahin zu kommen, sage ich jetzt einfach mal so. Eure Autos dann auch bei mir auf dem Kanal in den kleinen Formen und hochzuladen nach dem Stream, so wie ihr es jetzt im Hintergrund hier seht. Das MK2-Bike, wenn du darauf Bock hast, würde ich mich mega freuen, sein, diese Kisten zu holen. Aber ich würde mal sagen, lassen wir uns freuen, ne? Volles Lagerhaus zu verkaufen bringt auf jeden Fall auch schon gut Geld, ne? Und RP auf jeden Fall. Für Leute, die auf RP weiter, als wenn du da auch mitmachen möchtest. Saft ist in den Kommentaren drunter. Wir sehen uns. Das muss man mit am Rande mal mit so erwähnen halt. Mein Name ist SoTV. Ich habe 3 Lagerhäuser jetzt, weil ich einfach nur mal testen wollte, was das bringt und was nicht. Und deswegen, ja. Du hast eh schon ein Terabyte. Ja, über dieses Terabyte kannst du die Missionen für deine Unternehmen quasi die Vorräte, die du da klauen musst.